Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Lego City Undercover. Ich würde sagen, wir legen hier direkt los, indem ich immer den Pfeil nach unten drücke und den Anruf annehme. McCain! Chief? Bisher darf die Polizei für einen teuren Sportwagen, einen Gefangenentransporter und einen LKW voll mit Elektronik aufkommen. Sonst noch was? Der Riesensmaragd? Wie bitte? Das Ding ist mehrere hunderttausend wert. Wir gehen noch pleite. Warum hast du das getan? Um in die Papalados Gang zu kommen. Chan hat für ihn gearbeitet. Du bist in Papalados Gang? Dem versuchen wir schon seit Jahren was anzuhängen. Chan ist also nicht mehr wichtig. Okay, ich habe einen Auftrag für dich. Du besorgst mir Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang in Form von Fotos. Danach buchten wir sie alle ein und mit ein bisschen Glück singt einer und liefert uns so Chan. Dafür brauche ich erstmal eine Kamera. Auf eigene Rechnung. Oder nimm die Kommunikatorkamera. Wenn du Schwierigkeiten mit dem Ding hast, ruf Officer Phillips an. Okay. Hey, Ellie. Der Chief sagte, dass du mir mit der Kamera des Kommunikators helfen würdest. Wusste nicht mal, dass das Ding eine hat. Komisch. Ich leite mal die Ferndiagnose ein. Okay, das war's. Deiner läuft mit alter Software. Ich aktualisiere sie mal. Machen die das. So, jetzt läuft's. Und als Bonus gab's noch ein paar neue Klingeltöne. Siehst du? Danke. Ich brauche Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang. Ganz einfach. Such dir eine gute Stelle zum Beobachten und folge dann den Anweisungen auf der Kamera. Idiotensicher. Na, ich weiß ja nicht. Ich hatte am Ende nur Fotos von meinem Gesicht. Aber nicht Frank sicher. Okay. Haben wir hier irgendwo ein Auto oder was? Gucken wir doch mal. Da steht eins. Das gönnen wir uns doch. Alles klar, kann ich doch nicht. Gut, dann holen wir uns doch ein anderes Auto. Leute, ich würde sagen, ich mache hier einfach einen Cut und ihr seht einfach gleich, wie ich da bin. Okay, Leute, ich bin da. Let's go. Achso, jetzt habe ich das freigeschaltet oder was? Bevor ich die Fotos mache, informiere ich mich wohl lieber, welche Jobs geplant sind. Wenn ich die Nudelbar gegenüber von Chans Schrottplatz beobachte, bekomme ich vielleicht mit, was sie für heute geplant haben. Ah ja, und wie soll ich da hoch? Na, ich muss einfach nur darüber laufen. Alles klar, machen wir. Ich muss doch nicht da hoch. Aha, jetzt hab ich's gefunden. Ah. So. Easy. Ja, meine Ahnung scheint sich zu bewahrheiten. Aha. Okay. Okay, Leute, es ist mal wieder soweit. Wir müssen die Jungs ausbezahlen, die für uns die Karren klauen, also hört zu. Ping, du triffst dich mit Ray auf dem Balkon der Apotheke. Lee, Bobby wartet auf dich in der Gasse beim Schrottplatz.
Und Feng, du wirst eine seltene Karre von Blake beim Limousinenladen in Empfang nehmen. Wenn ihr alles kapiert habt, verhaltet euch einfach ganz ruhig. Sehr gut. Dann ab mit euch. Es würde wohl mehr für uns abfallen, wenn wir die Karren gleich selbst klauen würden. Drei Verbrechen an drei verschiedenen Orten. Wie in aller Welt bekomme ich jetzt Fotobeweise für die alle? Moment, vielleicht klappt es ja aus der Luft? Wenn ich auf die Pagode im Park klettere, kann ich all diese Treffpunkte einsehen. Aha. Dann mal ab darüber. Wo habe ich mein Auto geparkt? Gut, ich habe kein Auto mehr. Ich laufe. Ich muss leider Ihren Wagen benutzen. Sorry, das ist ein Notfall. Okay. Das ist der ganz falsche Weg, den ich gerade nehme, ne? Ja, warte, nee, ich muss in die andere Richtung. Hallo, dreh doch mal die Kamera jetzt. Wie mache ich das denn jetzt, dass ich da rüberkomme? Beziehungsweise da hoch. Da oben irgendwo so ein blaues Ding oder sowas? Okay. Ja, ich gehe einfach nochmal da hoch, will ich sagen. Wie soll ich sich schick zum nie wieder hochkommen soll? Vielleicht gibt es da hier irgendwie so ein komisches blaues Ding. Aber gibt es nicht, weil hier bin ich ja gerade. Von der Pagode aus kannst du Shanes Geschäft über... Geht dort hinauf und dort Fotos machen. Wo soll ich denn da hochgehen? Ich verhungere. Boah. Wo soll ich hier hoch? Mann. Wenn diese Anzeige jetzt noch einmal kommt, raste ich komplett aus, ey. Ich weiß nicht, wie ich da hochsehen soll. Vor allen Dingen, da ist ja auch nichts. Leute, ich weiß echt nicht, wie ich da hochkomme. Wie soll ich da hoch? Das ist die Frage. Okay, Leute, machen wir kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, ich hab's gefunden. Also, war doch gar nicht so schwer. Einfach auf der anderen Seite mal gucken müssen. Aber egal, ich habe das ja jetzt gefunden, oder? Kurz jetzt einsammeln. So. Wir sind oben. Mal sehen, ob Pink schon bei der Apotheke ist. Ja. Ah, jetzt. Da. Ziele nicht. In Sicht. Was soll ich denn jetzt überhaupt fotografieren? Ich hab's schon wieder vergessen. Scha-
ist doch nicht die Apotheke oder so. Scheinbar schon, ich mache jetzt einfach davon ein Foto. Und da hätten wir Foto Nummer 1. Wird sich als sehr nützlich erweisen. Jetzt können wir den Bootsdiebstahl zu dir zurückverfolgen, Ping. Als nächstes, lieg in der Gasse. Warum ist die Kamera jetzt schon wieder so behindert? Ja. Okay. Haben wir. In Flagranti erwischt, Lee. Böser Junge. Jetzt brauche ich nur noch Feng, wie er das gestohlene Auto entgegennimmt. Oh. Junge, was soll ich da fotografieren, wenn ich es nicht darf? Danke, dass es jetzt geht. Sorry Leute, bin später hier ein bisschen ausrasten. Mist. Das ist Feng, aber das Auto ist nicht gut genug zu erkennen. Ach, ich muss näher ran. Oder was? Von da soll ich das jetzt machen? Junge. Junge, es ist direkt dort. Junge, kann mich dieses blöde Ding jetzt mal nicht verarschen? Die sind doch direkt da. Boah. Ich falle hier gleich vom Stuhl, Leute. Hä? Ich muss jetzt einmal ein Foto von dem Typ machen, oder was? Das ist definitiv der gestohlene Wagen. Hey, du! Lass was! Alles klar, jetzt muss ich die mal kurz festnehmen. Zack. McCain? Chief? Ich sehe mir gerade deine Fotos an. Geh nicht davon aus, dass du dir als Fotograf eine zweite Karriere aufbauen kannst. Aber als Beweismittel sollten die Fotos reichen. Ich fühle mich fast geschmeichelt. Ein paar unserer Jungs nehmen gerade die anderen Gangmitglieder fest, die du fotografiert hast. Wenn dich Chan anruft, weißt du von nichts. Er soll keinen Verdacht schöpfen. Zumindest so lange nicht, bis einer seiner Leute gesungen hat. Geht klar, Chief. Alles klar. Leute. Ich würde auch sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne liken, abo und Kommentare. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt jetzt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.